Herzlich willkommen im Herzenwerk-Orakel. Ich bin die Roswitha. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Legung, zur Wochenendbotschaft. Schauen wir mal rein in die nächsten 2, 3 Tage, was da auf dich zukommt. Was darfst du erwarten? Was ist vielleicht wichtig? Ja, und ich möchte schon mal ankündigen, dass das heute ja die letzte Legung dieser Woche ist und ich jetzt eine Woche im Urlaub bin und auch erst wieder am 25. zurück bin. Deswegen wird es da keine Videos geben. Ich hoffe, ihr seht mir das nach und ja, ich hoffe, ihr verbringt eure Woche auch gut ohne mich. Bestimmt macht ihr das. Ja, dafür schauen wir heute mal ganz intensivst rein in die das Wochenende. Ja, schauen wir den Magic Art Tarot von Sabine Schramm. Da hätte ich jetzt gerne erstmal Lust, die allgemeine Energie. Wie steht es denn da so am Wochenende für dich? Die 4 der Stäbe. Ja, das ist Offenheit, das ist Willkommensein, eine Feierlichkeit, eine hohe Zeit, eine Hochzeit. Es kann auch, wird oft auch als Seelenpartnerkarte bezeichnet. Das sind hier 3 Frauen, die ja tanzen hier, haben Blümchen an langen Stäben, ja, in einem, ja, vor einem wunderschönen Schloss in den Bergen. Also da ist ja auch so Heimat. Ein Zuhause, ein Ankommen. Es ist alles schön geschmückt. Die Rosen, die Blümchen ranken sich hier um diese 4 Stäbe, um dieses Tor. Ja, da heißt es, komm rein, sei willkommen und feier mit uns. Schauen wir mal, worum es da noch geht mit dem Epic Light Lenormand von Kathleen Bergmann. Der Mond, du und die Taler. Ja, der Mond, du und die Taler. Also wir haben ja auch Vollmond. Ja, vielleicht der beeinflusst uns natürlich alle und du machst dir viele Gedanken. Der Mond steht auch für Erfolg. Spiegelung in die Taler bestätigt das nun auch noch und du schaust hier auf die Fülle. Es geht um dich, um dein Gefühl. Du fühlst dich wohl, du genießt diese Zeit. Es fühlt sich gut an. Du lässt vielleicht auch die Sorgen, Ängste hinter dir und schaust auf die Fülle an, ja, Reichtum an Emotionen. Kann auch im Weltlichen sein. Du freust dich einfach des Lebens mit den 4 der Stäben. Lebensfreude, Offenheit. Das Genießen. Es ist sehr harmonisch, friedlich, also dir geht's gut. Ja, dann schauen wir mal, was kommt denn dann noch so auf dich zu? Die 5 der Münzen. Das ist ja so die Mangelkarte. Am Unterdeck die 6 der Schwerter. Also da habe ich das Gefühl, du verlässt einen Mangel. Die 5 der Münzen ist so die Krise, die Entbehrung, auch so die Unsicherheit. Aber ja, mit dem Mond, der in deinem Rücken ist, lässt du das hinter dir. Deine ja, Unsicherheit, Ängste, Sorgen. Schau mal einfach mal, was es damit auf sich hat. Das sind. Der Tee und der Ring. Ja, du verlässt hier diese Zeit der Entbehrung. Du genießt deine Situation, dein Leben. Du freust dich einfach. Du
bist zufrieden mit dem, was du hast. Du schaust hier auch auf die Fülle. Du verlässt hier diesen Zustand. Du gehst vielleicht kleine neue Schritte, andere Wege, bist neugierig, lässt dir Zeit, gibst dir vielleicht auch die Zeit, dir zu überlegen, ja, was willst du, wo willst du einen neuen Zyklus beginnen, wo soll es hingehen, wer ist in deinem Kreis, in deinem kleinen Kreis, wer soll das sein? Oder wenn es um Verträge geht, was ist für dich wertvoll, was kann wachsen, worauf baust du? Das überlegst du dir vielleicht ganz in Ruhe. Du möchtest ins Wachstum kommen und bist auch so mit den 5 der Münzen auf dem Standpunkt, ich habe ja schon die Hälfte, ne? Also du bist eher so der Mensch, der sagt, das Glas ist für mich halb voll. Und ja, da überlegst du dir, vielleicht kommt da etwas auf dich zu, und holt dich aus dieser Entbehrung, aus dieser Zeit des zu wenig Habens oder so, oder ja, irgendwie war eine Unzufriedenheit da, aber das wird sich ändern. Da kommt etwas auf dich zu, vielleicht hast du ein Gespräch, ein Angebot, vielleicht wird dir ein Vertrag angeboten, der da ganz interessant klingt. Und das überlegst du dir, du schaust hier auf die Fülle, es ist vielleicht auch mehr Geld drin, ja, wenn es um Vertragliches geht, um Arbeit und so. Und unter Deck haben wir das Haus, also hat ein stabiles Fundament. Es geht hier ums Fundament, um die Basis. Womit fühlst du dich wohl? Und ja, dann schauen wir jetzt noch auf die Liebe. Worum geht es denn in der Liebe am Wochenende? Der hat sich auch noch umgedreht. Da haben wir schon wieder die 6 der Schwerter, die gerade am Unterdeck waren, und der Ritter der Stäbe. Du verlässt hier eine Situation oder jemand verlässt hier eine Situation in der Liebe. Vielleicht gehst du aber auch mit in die Eroberung oder jemand erobert dich, der König der Stäbe am Unterdeck. Also die 6 der Schwerter, das ist der Aufbruch ins Ungewisse. Da lässt du Altes hinter dir, da gibt es eine Veränderung. Und wie viel ja zuerst und dann hat sich der Ritter der Stäbe noch gezeigt. Also da ist etwas Neues. Die Leidenschaft flammt wieder auf. Vielleicht kommt da jemand Neues auf dich zu. Ein König der Stäbe, der sehr feurig ist, unternehmungslustig, motiviert, selbstbewusst. Ja, also der, ja, macht was mit dir. Der kann dich mitreißen. Das ist jemand, der flirten kann, ne? Und ja, schauen wir mal, was es mit dem so auf sich hat. Wochenende steht anscheinend unter einem guten Stern. Eine schöne Zeit. Freust dich, die Mühle, die Blumen und die Sonne. Ja, da fängt etwas vielleicht langsam an. Vielleicht möchtest du, dass es langsam anfängt. Da verändert sich auch etwas mit der Mühle. Die Mühle transformiert ja auch, ne? Das zeigt auch einen Prozess an. Da wird Korn zu Mehl gemahlen. Es wird verfeinert. Vielleicht wird da auch eine Beziehung verfeinert. Da gibt jemand dem Ganzen mehr Struktur. Da wird ein Ziel offensichtlich. Das Ziel scheinst du zu sein. Ne? Du bist ja hier in der Mitte auch. Und da geht es um Einladungen, Komplimente, um Liebe, Schönheit, Wachstum. Ja, und das Glück in der Liebe. Es ist eine positive Zeit. Haben wir hier auch schon. Also da kommt was in Gang. Da verändert sich etwas.
Und da gibt sich jemand ganz schön Mühe, da ist jemand gut unterwegs. Wir haben auch den Sarg am Unterdeck. Da endet eine Zeit, beziehungsweise da transformiert etwas, ja. Wow. Okay. Ja. Wahnsinn. Der König der Stäbe. Ja, gut. Dann nehmen wir noch eine Botschaft aus dem Seelenreich. Das gefällt mir halt so gut. Von der Christine Arana Fader. Schauen wir mal eine Botschaft für dich. Das Wochenende. Na. Da haben wir sie. Schwung und Freude. Du kommst leicht voran. Nutze diese Energie. Also das Wochenende wird beschwingt, wird fröhlich, wird feierlich vielleicht. Du wirst Spaß haben. Du lässt deine Sorgen hinter dir. Bekommst wieder Schwung und Freude, könnte man sagen. Aufwind, Auftrieb, Antrieb. Vielleicht, ne, und ja, ich habe überhaupt keinen Platz hier. ja, genieße es und ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen und ja, wünsche euch ein schönes Wochenende, eine wunderschöne Woche und ja, ich melde mich dann am Montag in einer Woche wieder, wenn ich wieder zurück bin. Vielleicht auch mal zwischendurch, aber versprechen will ich nichts. Ja, genau. Okay, dann, meine Lieben, ja, lasst es euch gut gehen, genießt die Zeit und ja, alles Liebe. Ciao, ciao.